Zum Auftakt der Playoff-Runde in der zweiten Basketball-Bundesliga Pro B wurden die Dresden Titans von insgesamt 1137 Zuschauern in der Margon Arena empfangen. Und die hatten sich für ihre Lieblinge auch so richtig etwas einfallen lassen. Mit einer aufwendigen Choreografie sorgten sie gleich für die richtige Stimmung zum Spiel gegen den Südvertreter aus Karlsruhe. Diese Stimmung übertrug sich dann auch gleich von der Tribüne auf das Spielfeld. Die Fans sahen, nimmt man das gesamte Spiel, eine geschlossen spielende und kämpfende Mannschaft der Titans auf der Platte. Was sagen die drei Musketiere üblicherweise? Einer für alle und alle für einen oder andersherum. Ich bin mir da nicht so sicher. Aber das ist es, was wir in den Playoffs machen müssen. Wir können als Einzelspieler nicht gewinnen. Wir müssen als Team funktionieren. War die Anfangsphase der Begegnung auf Seiten der Titans doch noch sehr nervös geführt, fanden sie im Laufe der Zeit besser zu ihrem Spiel und setzten die vor dem Playoff-Spiel ausgegebene taktische Marschroute konsequenter um. Das hätten wir uns vorgenommen. Wir wussten, dass Karlsruhe da Schwächen hat im schnellen Umkehrspiel, in Transition, sagt man im Basketball. Und das haben wir ganz gut umgesetzt, dass Rebound eine Stärke von uns sein kann. Das hatten wir schon das ganze Jahr. Wir haben uns dann zwischendurch immer noch mal ein paar Aussetzer geleistet und die hatten wir heute nicht und haben, glaube ich, mit fast 20 Rebounds Vorsprung gewonnen, was ein echtes Ausrufezeichen ist. Alles wirkte jetzt eingespielter und irgendwie deutlich geschmeidiger. Gleich zu Beginn des zweiten Viertels erzielten die Elbriesen mit dem 23:21 erstmals die Führung. Auch wenn die Gäste aus Baden-Württemberg gut 2 Minuten vor der Pausensirene nochmals zum Ausgleich kommen konnten, zeigten sich die Dresdner als die nun spielbestimmende Mannschaft. Jeder legte sich voll ins Zeug. Die Elbriesen räumten so ziemlich alles unter dem eigenen Korb ab, was wegzupflücken war, und vorne trafen so ziemlich alle Spieler. Wir hatten, glaube ich, 5 Spieler mit 2-stelliger Punktzahl, wenn nicht sogar noch mehr. Und dann der Jaro noch 9 hinten dran und der Max. Das war schon, was man als Teamleistung bezeichnet. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Dresdner die deutlich präsentere und aktivere Mannschaft. Die Führung für das Team von Trainer Thomas Czewinski wurde fortan auf konstant 10 Punkte gehalten. Hinzu kam, dass die sonst so sicheren Schützen der Badener bis zum Ende der Begegnung kontrolliert werden konnten. Also wir haben eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung heute gezeigt. Das ist ja auch unsere Stärke, dass wir echt 4, 5 Leute haben, die auch 2-stellig punkten können. Und ich finde, wir haben echt alle total gut den Ball bewegt. Aber das Ausschlaggebende war halt unsere Verteidigung. Wir wussten, dass sie viele Dreier schießen, hat uns unser Coach auch gesagt vor dem Spiel. Und am Anfang haben die halt ein paar Dinge getroffen. Wir sind in frühen Rückstand geraten, aber wir haben die Dreier dann ziemlich gut weggenommen und dann das Spiel auch kontrolliert, glaube ich. Dem 5. der Südstaffel gelang bis zum Schluss nicht mehr so riesig viel, den Titans gelang beinahe alles. Am Ende gewannen die Titans deutlich und verdient mit 86:71 gegen die Karlsruher. Fans und Mannschaft feierten dann gemeinsam diesen so wichtigen Sieg, doch vergisst keiner, dass dies nur eine kleine Zwischenetappe bedeutet. Es ist eine ganz starke Mannschaft, Karlsruhe, und wir dürfen die Lage auf keinen Fall jetzt unterschätzen. Also nächste Woche jetzt am Samstag oder Sonntag, wenn wir da spielen, müssen wir wieder 110% geben und hoffentlich versuchen jetzt einen Auswärtssieg dann zu kriegen. Bereits am kommenden Samstag steigt das Rückspiel gegen die BG in Karlsruhe in der Friedrich-List-Halle. Ein mögliches drittes Entscheidungsspiel würde dann gleich am Dienstag darauf in der Margon-Arena stattfinden.